Guten Tag, liebe Freunde. Heute geht es um das Doppelspaltexperiment. Sicher habt ihr schon einmal etwas über dieses berühmte Experiment gehört, das uns die ganze Seltsamkeit der Quantenphysik deutlich werden lässt. Bei diesem Experiment lässt man Licht oder Teilchen durch zwei schmale Spalte einer Schlitzblende treten. Auf einem Beobachtungsschirm dahinter zeigen sich dann Muster, die wir deuten können. Zuerst wollen wir das Experiment mit Pistolenkugeln durchführen. Auf dem Beobachtungsschirm sehen wir zwei schmale Streifen, die von den Pistolenkugeln erzeugt wurden. Das ist keine Überraschung, sondern genau das erwartete Ergebnis. Jetzt wollen wir einmal sehen, was passiert, wenn wir anstelle der Pistolenkugeln eine Lampe mit monochromatischem Licht, das ist, Licht einer einzigen Wellenlänge, durch die Schlitze fallen lassen. Um das Experiment ein wenig raffinierter zu gestalten, lassen wir zwischen den einzelnen Lichtteilchen einen kleinen zeitlichen Abstand. Was wir nun sehen, sind sogenannte Interferenzstreifen. Das ist schon seltsam, weil wir die Lichtteilchen einzeln durch die Spalter geschickt haben. Um herauszufinden, durch welchen Spalt die Lichtteilchen gegangen sind, oder ob sie sich womöglich wie eine Welle durch beide Spalte gleichzeitig durchgezwängt haben, stellen wir nun ein Beobachtungsinstrument hinter den Schirm und führen das Experiment nochmal durch. Anstelle des Interferenzmuster bekommen wir jetzt nur noch zwei Streifen. Kann es sein, dass sich die Lichtteilchen nicht beobachten lassen wollen? Wir wandeln deshalb das Experiment nochmal ab und decken abwechselnd einen Spalt zu und schauen, was passiert. Wieder kein Interferenzmuster. Wie kann das sein, dass es ein Interferenzmuster gibt, wenn beide Spalte gleichzeitig geöffnet sind und niemand die Teilchen beobachtet, aber nur zwei Streifen, wenn man die Spalte abwechselnd abdeckt? Auf jeden Fall machen wir noch ein letztes Experiment. Wir wollen sehen, was passiert, wenn wir anstelle von Lichtteilchen ganze Atome auf die Spalte schießen. Haben wir auf einmal wieder Interferenzstreifen. Was mag die Ursache sein? Wenn ihr ein wenig mehr über die letzten Ursachen erfahren wollt, kann ich euch das Buch mit dem Titel Die letzten Ursachen, das Buch der Naturerkenntnis, empfehlen. Der Autor ist Klaus-Dieter Sedlacek. So, das war es wieder für heute. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.